Ich habe es euch versprochen. Natürlich gibt es noch mal eine kleine kurze Lesung für euch. Quasi das Hörbuch mit Bild. Ihr könnt jetzt die Augen zumachen oder auch aufmachen. Ich bin's, Claudius Fabich, schon wieder zu Gast hier auf dem Satirekanal von Robert Götz, Matuszewski, mit einer weiteren kleinen kurzen Lesung aus meinem neuen Buch, noch nicht mal 4 Wochen am Markt, nämlich Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Es geht unter anderem um deutsche Erfindung. Ich dachte, ich trage mal 50 zusammen oder 60, dann wurden es dann doch 70, dann wurden es 80, dann dachte ich, dann kannst du auch 100 machen. Es sind aber knapp 130 geworden. Ich habe mich dann tatsächlich gebremst. A, hatte ich einen Produktionstermin, den ich einhalten wollte, zu dem es fertig werden sollte und wollte und musste. Und B, sind wir jetzt schon bei knapp 400 Seiten. Es wären dann 800 geworden. Aber vielleicht mache ich ja einen zweiten Teil. Heute habe ich euch ein schönes Kapitel mitgebracht. Es sind alle schön. Aber ein aktuelles, immer aktuelles, seit über 100 Jahren. Und zwar eine weitere deutsche Erfindung, nämlich die Jeans, meine Lieben. Ja, ich habe eine 505, so heißt die von Levi's. Levi's 505 34 36 und die 505 34 36 kriege ich in Deutschland nicht. Ja, die habe ich mal irgendwann 2018 in Las Vegas gekauft. Ich hatte Gott sei Dank 3 Stück. Jetzt lösen sie sich langsam auf, aber Anna, meine Freundin, hat eine Schneiderin, die bastelt die immer hier. Guck mal hier, da wird sie repariert und da wird sie, ich trage aber selten Jeans. Aber irgendwie wird die, ja, bis ich da mal irgendwann wieder nach Amerika komme, mir eine 505 in 34, 36 kaufen kann, muss die halten oder die 3. So, es geht los. Zu jedem Kapitel gibt es hier immer ein Zitat über Deutschland und eins über die Erfindung. Und hier geht es los mit, es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die Französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Heinrich Heine. Ich weiß nicht, welche Zeit er meint, ob das noch auf uns zukommt. Man wird es sehen. Ich erinnere mich noch genau, wie mir meine Mutter 50 Mark gab, damit ich mir eine neue Jeans kaufen konnte. Im Alter von 13 Jahren wuchs ich so schnell, dass mir meine Hosen schon nach wenigen Monaten nicht mehr passten. Für 50 Mark gab es in der Schlossstraße in Berlin-Steglitz eine Blue Jeans von Wrangler. Damals war eine echte Levi's noch unbezahlbar. Aber für mich war es am wichtigsten, dass die Jeans passte und noch bedeutender, unten einen ordentlichen Schlag hatte. Als frisch gebackener Elvis-Fan orientierte ich mich damit nicht nur am Zeitgeist der späten 1970er Jahre, sondern auch am King, der mich sowohl modisch als auch musikalisch inspiriert hat. In dieser Zeit war die Jeans längst zur Massenware geworden und sie war vor allem die Mode aller. Ob jung, alt, reich oder arm, die Jeans ließ zumindest modisch-gesellschaftliche Barrieren verschwinden. Ursprünglich wurde die Hose nicht als Alltagsaccessoire kreiert, sondern als Arbeitshose. Für die Goldgräber in San Francisco in den frühen 1870er Jahren in Kalifornien. Der deutsche Auswanderer Levi Strauss und der Schneider Jacob Davis hatten 1872 die Idee, die Ecken der Hosentaschen mit robusten Nieten zu verstärken. Am 20. Mai 1873 wurde diese Erfindung auf den Namen von Strauss und Davis patentiert. Ursprünglich war die Jeans aus extrem stabilem braunem Segeltuch, das aber später durch den mit Indigo gefärbten blauen Baumwollstoff Denim ersetzt wurde. Gleichzeitig wurde die nun blaue Hose mit orangefarbenen Nähten und Nieten verstärkt und verziert. Die Baumwolle für die Hose kam aus der italienischen Stadt Genua. Aus der französischen Form des Städtenamens Genes entwickelte sich in den USA die Aussprache Jeans. Der in Franken geborene Levi Strauss kam bereits 1847 nach Amerika, wo er sich auf den beschwerlichen Weg nach Westen machte. In San Francisco angekommen, hatte er schnell erkannt, dass die Goldgräber keine adäquaten Hosen hatten, die den harten Arbeitsbedingungen standhalten konnten. Die Idee, robuste Arbeitskleidung, die Jeans aus dem Stoff Serge de Nîmes, Gewebe aus der Stadt Nîmes, zu fertigen, führten zu der Bezeichnung Denim Jeans. In der DDR nannte man die Jeans auch passend Niethose und sie war dort, wo sie denn aus dem Westen kam, beinahe so kostbar wie Gold. Viele Jahrzehnte war die Jeans ein Kleidungsstück der Arbeiterklasse. Erst in den 1950er Jahren gelang der Jeans der Durchbruch in den modischen Massenmarkt. Unbestritten ist auch, dass die Jeans vielen Männern und Frauen den modischen Schneid abgekauft hat.
kleideten sich früher die Männer noch in Anzug, Hemd und die Frauen in Rock und Kleid, machte die Jeans Mann und Frau gleich. Unisex. Ein Trend, der sich bis ins 21. Jahrhundert fortgesetzt hat und in seinem vorläufigen Höhepunkt dazu führte, dass man gut gekleidete Männer und Frauen daran erkennt, dass sie nicht durch die Städte Deutschlands laufen oder, wenn sie es tun, in der Regel nicht aus Deutschland kommen. Die Jeans kann als Fluch und Segen zugleich betrachtet werden. Für diejenigen, die eine Agenda des Unisex und der geschlechtlichen Gleichmacherei verfolgen, war die Akzeptanz der Jeans und deren modischer Siegeszug der erste große Schritt auf dem Weg der Entweiblichung unserer Frauen und der Entmännlichung unserer Männer. Betrachtet man die positive Seite der Jeans, kann man ohne zu übertreiben festhalten, dass ihre Erfindung zeitversetzt auch ein Beitrag zur Emanzipation ganzer Generationen war und ist. Und auch wenn Elvis kein Deutscher war, hat er doch dieser deutschen Erfindung zumindest modisch zum Durchbruch verholfen. Mit dem Film Loving You im Jahr 1957 verhalf Elvis Presley der Jeans zum Durchbruch bei der weltweiten Rock'n'Roll-Gemeinde. Praktisch über Nacht wurde aus der Arbeiterhose die Kultkluft der Rock'n'Roll-Bewegung. Die Hymne Got a Lot of Living to Do des Filmklassikers sang Elvis ganz in Jeans gekleidet. Von diesem cineastischen Höhepunkt an war die Jeans fester Bestandteil der Jugendbewegung der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich wünschte, ich hätte Blue Jeans erfunden. Sie sind ausdrucksstark, bescheiden, sexy, einfach alles, was ich in meiner Mode haben will. Yves Saint Laurent. Wusstet ihr das? Dass wir die Deutschen die Jeans erfunden haben. Eine weitere spannende Erfindung aus unserem wunderschönen Land. Und ich finde es schön, dass wir diese kleinen Lesungen hier noch in der Natur machen können, im Spätsommer oder im frühen Herbst, im goldenen Oktober bei Kaiserwetter. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Rund 130 Erfindungen, über 270 Zitate, die wichtigsten Schauspieler, über 400, die wichtigsten Komponisten, Künstler, Philosophen, Schriftsteller, Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Es ist dann doch auch ein sehr politisches Buch geworden. Gönnt es euch selber. Ich habe übrigens ganz, ganz viele Bestellungen für Jugendliche und für Kinder. Habe ich ganz oft zum 12. oder zum 13. Geburtstag, zum 18., zum 21. Und dann kriege ich von den Eltern meist den Kommentar, das muss meine Tochter, mein Sohn lesen, damit die Kinder das, was sie in der Schule gelernt haben, ein bisschen aus dem Kopf kriegen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegen für ihr Land, ein bisschen mehr Patriotismus. Finde ich toll. Freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich jungen Menschen das Buch signieren kann. Und wenn ihr möchtet, signiere es auch für euch. Bestellung unter www.claudiusfarbig.de. Habt einen ganz, ganz zauberhaften Resttag. Euer Claudius. Häng los. Übrigens kann man Jeans ganz toll mit Sakko und Hemd kombinieren.